Ja, ich bin mal gespannt, wie das heute wird. Ich möchte gerne etwas über das Thema meiner Diplomarbeit vortragen. Und wie ihr vielleicht dem Datum auf den Folien entnehmt, es sind die Originalfolien, die ich zu meinem Diplomarbeitsvortrag tatsächlich vorbereitet habe. Es wird nicht einfach heute, glaube ich. Es hilft, wenn man letzte Woche dabei gewesen wäre, aber das sind, glaube ich, einige von euch gewesen. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem durchkommen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr irgendwie meint, wo zu hängen und glaubt, dass ihr das am liebsten mitkriegen würdet, was da gerade auf der Folie steht, dann fragt einfach mitten rein. Wir versuchen das dann direkt zu klären und ja. Prinzipiell ging es bei meiner Diplomarbeit um den Zusammenhang zwischen fraktaler Dimension und Konvergenzgeschwindigkeit der Spektralreihe bei rationalen Fraktalen. Ich will heute im Vortrag jetzt gar nicht das bis ins letzte Detail aus... ich bin schon hängen geblieben. Aber ich würde gerne doch zumindest irgendwie so weit kommen, dass wir den Titel einigermaßen nachvollziehen können. Und deswegen, ja, gucken wir mal. Ich bin damals betreut worden von Hans Grupper, der sozusagen von dem Fachbereich Mathematik. Ich habe ja eine Mathematik-Diplomarbeit gemacht, habe das von der Mathematikseite aus betreut. Das Thema stammt aber eigentlich von Herrn Merzenich, der, ja, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, leider viel zu früh gestorben ist. Ja, das war auf jeden Fall aus meiner Sicht eine sehr spannende Diplomarbeit, sehr interessantes Thema. Und wundert euch aber nicht, das hat nichts mit Praxistauglichkeit zu tun. Also von daher, gucken wir mal. Ja, rationale Fraktale, denkt euch hier die Schraube weg, dann haben wir da ein rationales Fraktal stehen. Ein Beispiel, ein relativ filigranes Ding, und warum nennt man das auch Fraktal? Man erkennt hier so ein bisschen die Selbstähnlichkeit, die einzelnen Elemente hier drin sind dem Ganzen ähnlich, beziehungsweise in dem Fall sind es einfach skalierte Versionen davon. Das hier wäre ein anderes Beispiel, wie das aussehen kann. Oder sowas. Generell, wenn man von Fraktal spricht, meint man eigentlich immer, oder meistens Sachen, die eine gewisse Selbstähnlichkeit haben, wo man auf irgendein Detail reinzoomen kann und wiedererkennende Muster findet, vielleicht mit leichten Varianten. Hier in dem Fall ist das jetzt eine sehr geometrische Geschichte, das hat was mit der Konstruktion dieser Fraktale zu tun. Und ja, um einen kurzen Überblick zu geben, wie das Ganze aufgebaut ist, wir werden gucken, wie funktioniert das mit den regulären Sprachen. Das ist sozusagen, geht nochmal ein bisschen in die Richtung von dem, was ich letzte Woche gemacht habe. Bloß halt jetzt nochmal aus der mathematischen Sichtweise. Dann, wie kann man eine reguläre Sprache hernehmen und damit ein Bild erzeugen, also das Bild, was wir, so solche Bilder, wie wir da gerade eben gesehen haben. Dann mache ich ein Beispiel, relativ ausführlich. Gehe dann über zu der Spektralreihe und Konvergenzradius, versuche dazu ein bisschen klar zu machen, was das Ganze bedeutet. Ja, und dann kommt ein großes Thema zum Gucken, wie handhabt man eigentlich Fraktale, wie kann man den Kennzahlen zuordnen, in dem Fall also ein Maß oder eine Dimension. So, das ist jetzt sozusagen der mathematische Aufbau von regulären Sprachen. Also erstmal, was ist eine Sprache? Ist erstmal eine Teilmenge von x Stern. Also x ist mein Alphabet, über dem ich arbeite. Und hier hinten ist also x hoch n, bedeutet im Wesentlichen n Buchstaben aus, oder die Sprache, die durch das n-fache Konkatenieren von dem Alphabet entsteht. Und ich bilde darüber die Vereinigung. Und das x-Stern steht also hier für die möglichen Worte mit einem Alphabet x. Die Sprachen werden in der Informatik, also bei den formalen Sprachen mit Chomsky-Grammatiken, in vier Typen unterteilt. Die haben wir das letzte Mal schon kennengelernt, also Typ 0, das sind die allgemeinen Sprachen.
dann die kontextsensitiven, kontextfreien und die regulären Sprachen. Und wir beschränken uns hier aber ganz klar auf die regulären Sprachen. Genau, und wie erkennen wir reguläre Sprachen? Angedeutet, oder haben wir auch das letzte Mal schon geguckt, man hat diskrete, also endlich Automaten, DFA, DFA steht für Discrete Finite Automaten, also ein endlicher diskreter Automat. Wie sieht so ein Automat jetzt aus mathematischer Sicht aus? Ich hatte das letzte Mal so dieses schöne Diagramm mit den vielen Zuständen, so Kringelchen mit Pfeilen dazwischen. Wenn man das rigoros mathematisch betrachtet, dann hat man auch hier wieder das Alphabet X, auf dem ein Automat arbeitet. Eine Zustandsmenge, die in dem Fall endlich sein muss, die der Automat annehmen kann. Eine Teilmenge von diesen Zuständen, die man die akzeptierenden Zustände nennt. Das heißt, wenn man das Wort abgearbeitet hat und der Automat ist in einem akzeptierenden Zustand, dann ist das ein gültiges Wort der Sprache. Wir haben einen ausgezeichneten Startzustand, in dem der Automat sozusagen loslegt, und das zentrale Ding, das ist die Übergangsfunktion, die also sich den aktuellen Zustand hernimmt, sich anguckt, welchen Buchstaben muss ich jetzt bearbeiten und da eben den Folgezustand dazu berechnet. Das ist die Übergangsfunktion Delta. Wenn man jetzt eine reguläre Sprache L hat, kann es durchaus verschiedene reguläre Automaten geben, die diese Sprache erkennen. Umgekehrt ist es aber so, dass ein Automat wirklich nur eine einzelne Sprache erkennt. Das heißt, es gibt keinen Automaten, der verschiedene Sprachen sozusagen erkennt. Wenn wir jetzt den Startzustand wechseln, dann kriegen wir für jeden Startzustand eine weitere Sprache. Also wir haben einen Automaten, der gegeben ist, und je nachdem, in welchem Startzustand wir starten, bekommen wir unterschiedliche Sprachen, die natürlich miteinander verwandt sind, aber eben unterschiedlich sind. Man notiert das hier, L ist wieder die Sprache, und das, dieses S bedeutet im Wesentlichen, das ist die Sprache, die bei einem gegebenen Automaten im Startzustand S zugeordnet ist. Beispiel. Das ist jetzt wieder so, dass, wie man sich das gerne vorstellt. Wir haben hier einen Automaten. Die runden Kringel, das sind die Zustände. In dem Fall ist es so, dass alle Zustände als akzeptierende Zustände markiert sind. Also hier, das ist jetzt im Prinzip schon ein Beispiel, was in die Richtung geht, was ich nachher machen werde. Und an den Kanten, die also die Funktion Delta ist hier dargestellt durch solche Pfeile. Das heißt also, dieser Pfeil bedeutet, wenn wir im Zustand 6 sind und es folgt ein A oder es folgt ein B, dann gehen wir wieder über in den Zustand 6. Oder wenn wir im Zustand 5 sind und stoßen auf ein A, dann wechselt der Automat in den Zustand 7. Konkret haben wir da oben jetzt ein Wort. Das Alphabet, mit dem ich hier arbeite, das sind die vier Buchstaben A, B, C, D. Und das können wir jetzt mal hier abarbeiten. Unser Startzustand hier in dem Fall ist der Zustand 1. Der Fragezeichenzustand? Der Fragezeichenzustand ist quasi undefiniert. Also da fallen wir aus dem Automaten raus. Die Funktion Delta ist nicht definiert. Und in dem Moment, wo diese Situation eintritt, sind wir aus dem Automaten rausgefallen, in einem nicht akzeptierenden Zustand sozusagen. Da hier in dem Fall alle Zustände akzeptierend sind, ist das sozusagen die einzige Möglichkeit, wie ein Wort nicht erkannt werden kann. Wir starten im Zustand 1. Der erste Buchstabe ist ein A, das heißt, wir gehen über diese Kante quasi wieder in den Zustand 1 über. Mit dem B bleiben wir immer noch im Zustand 1. Bei dem D wechseln wir in den Zustand 2. Hier sehen ein A, landen im Zustand 3, sehen ein B, bleiben im Zustand 3, sehen noch ein A, wechseln wieder zurück in Zustand 2. Und wir sehen ein C und sind im Zustand 3,
Wir sind am Ende des Wortes angekommen. Alle Zustände sind akzeptiert sozusagen. Das heißt, das Wort ABDABAC ist ein Wort unserer Sprache. Vielleicht jetzt schon mal dazwischen geschoben, wenn wir in einem anderen Zustand starten würden. Meinetwegen, wir starten im Zustand 7. Dann würden wir dieses Wort nicht mehr erkennen als Wort der Sprache, weil wir mit einem anderen Startzustand losgelegt haben. Und das heißt, dieser Automat, obwohl sich an dem Automat nichts geändert hat, erkennt unterschiedliche Sprachen, je nachdem, mit welchem Startzustand wir loslegen. Ich habe noch ein Beispiel für ein nicht erkanntes Wort. Wir starten wieder in Zustand 1. Wir lesen ein C, gehen über in den Zustand 7. Das B bleibt, da bleiben wir im Zustand 7, das A auch. Und mit dem D landen wir genau in der Situation, dass wir keinen Zustand mehr haben. Die Übergangsfunktion Delta ist nicht weiter definiert. Wir fliegen raus. Das ist kein Wort unserer Sprache. So, weil ich bei den Fraktalen immer nur sehr spezielle Sprachen brauche, also ich muss die regulären Sprachen noch weiter einschränken, muss ich jetzt noch mal ein paar Begriffe aus den formalen Sprachen erklären. Und zwar, wenn wir ein Wort unserer Sprache haben, das eben eine Folge von Buchstaben ist, dann nennt man eine Anfangsfolge ein Präfix des Wortes. Das heißt, ein Wort P ist ein Präfix von W, das ist diese eckige Dings, es sieht so ein bisschen aus wie so eine Teilmengenbeziehung, das bezeichnet also die Präfixrelation. P ist ein Präfix von einem Wort W, genau dann, wenn ein P' aus meinen möglichen Worten existiert, dass ich an das P hinten dranhängen kann, das hier ist die Konkatenation von Worten, dass das Wort W ergibt. Das heißt, ich habe das ist im Prinzip ein Anfangsteil von einem Wort, in mathematisch hingeschrieben, wenn man so will. Also ein Wort P ist ein Anfangsteil eines Wortes W, wenn man eine Buchstabenfolge finden kann, die das Wort P erweitert, sodass man bei dem Wort W landet. Wenn wir uns jetzt eine Sprache angucken, dann können wir sagen, diese Sprache heißt präfixfrei. Wenn man beliebig die zwei Worte aus dieser Sprache betrachten kann und feststellt, dass die keine Präfixrelation, nicht in der Präfixrelation zueinander stehen. Ist das nützlich? Werden wir gleich sehen. Meine Frage dazu. Ja? Also P ist aus X, aber nicht aus dem allen erlaubten Wörtern, oder? Nochmal. Also meine Frage ist, P ist erstmal nur ein Subteil von Omega oder W in dem Fall. Und also im Prinzip, P ist kein Wort, aber mit einem anderen Wort verbunden, da gibt es genau das Wort, was ich suche. P muss nicht unbedingt ein Wort meiner Sprache sein. Okay, aber der Hinweis. Also es heißt trotzdem Präfix, also wenn ich ein gegebenes Wort W habe, ja, und am Anfang mir einen Anfangsteil davon angucke, dann heißt, und wenn es ein, also hier dieses B', also die Erweiterung, die steht, ist ja aus X Stern, also aus meinen möglichen Worten, aus allen Buchstabenkombinationen. Das gilt aber auch für das P. Also wenn ich ein P irgendwie beliebig wähle und ein P' finde, was mir dieses P erweitert zu dem Wort W, dann ist P ein Präfix. Und hier ist es jetzt halt so, hier diese Aussage bezieht sich auf die Sprache L. Die Sprache L heißt präfixfrei, wenn ich kein Wort W aus L, das ist wichtig, ein Präfix eines Wortes W' aus L ist. Das bezieht sich beides auf Worte innerhalb der Sprache. Wenn ich hier jetzt X Stern hinschreiben würde, dann wäre das doof. Ja, dann würde es mich immer passieren. Ja. Okay, ja. Das kann man eben auch anders notieren. Wenn ich zwei beliebige Worte aus meiner Sprache hernehme, die unterschiedlich sind, dann folgt unmittelbar daraus, dass W kein Präfix von W' ist.
dann, wenn diese Bedingung immer erfüllt ist, egal wie ich meine Worte W und W' wähle, dann heißt die Sprache präfixfrei. Das Gegenstück dazu ist die Präfixabgeschlossenheit. Das heißt, Präfixabgeschlossen heißt, dass egal welches Wort aus der Sprache ich nehme und egal welchen Präfix von diesem Wort ich nehme, dann fordere ich für präfixabgeschlossene Sprachen, dass der Präfix in der Sprache drin enthalten ist. Das sind so gewisse Kriterien, die man an die Sprache sozusagen stellen kann. Das heißt, wenn ein Wort aus der Sprache ist, dann ist jeder Anfangsteil auch in der Sprache drin. Und diese präfixabgeschlossenen Sprachen, das ist etwas, was ich für meine Fraktale voraussetze. Das sind auch die einfacheren, ne? Das sind die einfacheren, weil du keine Endzustände brauchst. Was brauche ich nicht? Keine Endzustände, keine definierten in deinem Automaten. Richtig. Das kann ich halt machen, wenn alle Zustände akzeptiert sind, dann weiß ich, dass die Sprache abgeschlossen ist. Ich brauche es eigentlich aus einem anderen Grund, komme aber gleich noch dazu. Macht's aber einfacher. Macht's einfacher. So, und ich habe auch die Fehler in den Folien drin gelassen. dieses Symbol, das soll eigentlich für die Vereinigung, also das U-Symbol soll da eigentlich stehen. Jetzt haben wir also diese Sprachen, diese regulären Sprachen, und das sind ja auch nur irgendwelche Objekte, und da sind ja dann die Mathematiker manchmal ein bisschen schmerzbefreit, und mit denen kann man natürlich auch rechnen. Wir haben da eine Operation, nämlich diese Vereinigung und die Konkatenation. Was kann man damit machen? Okay, ein Wort, was heißt Vereinigung bei Sprachen? Vereinigung, naja, das, was man sich vorstellt. Wenn man zwei Sprachen hernimmt, dann ist die Vereinigung von diesen zwei Sprachen genau die Menge, also die Vereinigung von den beiden Wortmengen, die jeweils in den Sprachen drin sind. Anders gesagt, ein Wort W ist aus der Vereinigung von L vereinigt mit L', genau dann, wenn W entweder, nicht entweder, so, also wenn W in L ist oder W in L' drin ist. Nicht entweder oder, weil das muss nicht exklusiv sein. Das neutrale Element ist die leere Menge. Da kommt das Symbol diesmal richtig vor. Und wenn man vorab weiß, dass die zwei Sprachen wirklich keine Schnittmenge haben, dass die unterschiedlich sind, dann schreibt man das auch gerne als ein Plus, um das deutlich zu machen, dass die Vereinigung wirklich eine disjunkte Vereinigung ist, dass es da also keine gemeinsamen Elemente in den Operanden gibt. Dann die Konkatenation. Zwei Sprachen miteinander konkateniert, gibt die Menge oder die Sprache, die aus den Worten besteht, wo das erste Wort aus der ersten Sprache und das zweite Wort aus der zweiten Sprache ist. Das heißt, was weiß ich, wenn ich eine Sprache L habe, die eine besteht aus dem Wort AB, FG. Ich habe eine Sprache L', die hat meinetwegen das Wort A, das einbuchstabige Wort A und das einbuchstabige Wort B. Dann ist eben die, können wir gerade mal gucken, die Vereinigung. L vereinigt L' ist dann halt AB, FG, A, B. Und die Konkatenation, also das Hintereinanderschreiben, ist hier in dem Fall schlicht A, B, A, A, B, B, F, G, A und F, G, B. Und das sind wiederum Sprachen. Das heißt, mit Sprachen kann man in gewisser Hinsicht rechnen. Wir haben sowas. Das deutet sich ja vielleicht schon mal an. Wir haben etwas, was so ungefähr aussieht wie eine Addition, nämlich die Vereinigung. Und wir haben etwas, was so ungefähr aussieht wie eine Multiplikation. Hier auch schon durch, das ist dann eben die Konkatenation. Geht mir da gerade was? Muss mal gerade gucken.
Ach so, ja. Wichtig ist auch nochmal hier das neutrale Element bezüglich der Konkatenation. Das ist die Sprache, die nur aus dem leeren Wort besteht. Wenn ich hier statt dem L' nicht die zwei einbuchstabigen Worte hätte, sondern nur das leere Wort da drin, dann ist es sozusagen, wenn ich dann hier die Konkatenation bilde, also an alle diese Worte jeweils das leere Wort hinten anhänge, dann ändere ich an der Sprache nichts. Das heißt, das ist das neutrale Element. Ja, mir fehlt jetzt eigentlich müsste jetzt an dieser Stelle nochmal der Hinweis kommen. Der kommt auch irgendwann noch in den Folien, aber ich glaube, dann ein bisschen zu spät. Wir haben jetzt tatsächlich so diese zwei Operationen. Einmal die Vereinigung, einmal die Konkatenation. Und damit kann man zeigen, dass das schon eine algebraische Struktur ist. Das ist nämlich ein Halbring. Das heißt, man kann damit einigermaßen sinnvoll addieren, in Anführungszeichen, und konkatenieren, was im Prinzip auch eine Art Multiplikation ist, so ähnlich wie man das mit den ganzen Zahlen machen kann. Ja, und das heißt, was jetzt gleich kommt, das ist auch sinnvoll, was ich hier tue. Ich muss noch ein bisschen mehr Notation einführen, das ist leider ein bisschen anstrengend. Das hatten wir das letzte Mal auch schon angesprochen, die Automaten, die eine reguläre Sprache erkennen, die haben kein Gedächtnis. Die merken sich nicht, was in der Vergangenheit von dem Wort, wenn sie so ein Wort abarbeiten, die merken sich nicht, was in der Vergangenheit vorgekommen ist, was passiert ist, sondern die interessiert immer nur der aktuelle Zustand von dem Automaten. Das hat eben auch zur Folge, dass man mit regulären Sprachen so Klammerstrukturen nicht ordentlich erkennen kann. Weil man eben keine Gelegenheit hat, irgendwo mitzuzählen, wie viele Klammern, öffnende Klammern sind denn im Moment gerade offen. Das kann man sich nicht merken. Ja, der hat also kein Gedächtnis, sondern der merkt sich nur seinen aktuellen Zustand. Und das heißt jetzt auch, dass man bestimmte Aussagen treffen kann, wenn hier x ein Buchstabe aus meinem Alphabet ist und W ist irgendein beliebiges Wort. Und wenn ich weiß, dass das Wort X gefolgt von dem Wort W aus meiner Sprache LS ist, dann kann ich auch sagen, W ist aus der Sprache, die mit dem Startzustand, dem Folgezustand von dem Startzustand S und dann angewandt auf das auf den Buchstaben X passiert. Das heißt, warte mal wieder gucken, ob. Wenn ich hier irgendein Wort habe, A, B, C, und einen Automaten und 1 ist mein ursprünglicher Zustand, Startzustand S. Und jetzt gucke ich mir das Wort ABC an. Ich habe meinen Startzustand S und arbeite es ab. Okay, ich marschiere hier entlang. ABC. Das hier ist ein akzeptierender Zustand. Das heißt, ich weiß, dieses hier ist aus der Sprache L1. Das ist die Sprache, die dieser Automat erkennt, wenn man 1 als den Startzustand nimmt. Jetzt, das was da steht, bedeutet im Wesentlichen, dass ich damit jetzt folgern kann, dass das Wort BC aus der Sprache L und dann die Übergangsfunktion Delta ausgehend von dem Zustand 1 und dann angewandt auf den Buchstaben A. Das hier ist auch wieder ein Wort. Hier, das kann man ausrechnen, diese Übergangsfunktion, wenn ich im Zustand 1 bin und ein A sehe,
dann wechsle ich in den Zustand 2. Das heißt, dieses hier hinten, das ist das gleiche wie die Sprache L2. Die Sprache, die dieser Automat erkennt, wenn ich den Zustand 2 als Startzustand nehme. Das heißt, ich mache hier sozusagen die Markierung für den Startzustand weg und markiere das hier als Startzustand. Es ist aber eigentlich nachvollziehbar, wenn ich so, ich kann die Buchstaben hier teilweise abarbeiten und gucke dann, in welchem Zustand bin ich und kann jetzt, weil der Automat eben gedächtnislos ist, sagen, okay, wenn ich mit diesem Zustand starte und den Rest des Wortes abarbeite, dann ist das offensichtlich ein Teil meiner Sprache L2. Weil ich bin ja vorher, ich weiß hier, wenn ich das Wort hier komplett abarbeite, bin ich in irgendeinem akzeptierenden Zustand. Das setze ich als Voraussetzung. Das heißt aber auch, ich kann den Anfangsteil des Wortes abarbeiten, gucken, in welchem Zustand ich bin und brauche mir dann den Rest gar nicht mehr anzugucken, weil ich ja sozusagen vorausgesetzt habe, dass ich ein Wort aus der Sprache hier drin habe. Das heißt, da besteht also eine Beziehung zwischen den Sprachen, die der Automat beschreibt, für die verschiedenen Startzustände. Ich muss jetzt gerade selber nochmal nachdenken. Dieses Summenzeichen bezieht sich auf die Vereinigung von Sprachen in dem Fall. Das ist ja die Operation, mit der ich im Moment hantiere. Ich habe hier die verschiedenen, gucke mir sozusagen an, die verschiedenen Sprachen, die der Automat erkennt. Wenn ich davor einen Buchstaben X davor konkateniere, kriege ich Wörter, die einen Buchstaben länger sind und mache darüber sozusagen die Vereinigung über alle Buchstaben. Muss aber hier noch, also das sieht so aus, dass das T, das kommt zum Schluss noch dazu, je nachdem, ob der Zustand, von dem ich aus gestartet bin, ob das ein akzeptierender Zustand ist oder nicht. Ich fädere mich, glaube ich, gerade so ein bisschen. Was vielleicht das Entscheidende ist, hier an dieser Stelle mitzunehmen, ist, dass hier mit Sprachen hantiert wird. Man hat also ein Gleichungssystem, wo die Elemente, die da drin stehen, Sprachen darstellen und man kann Beziehungen zwischen diesen Sprachen darstellen. Wofür ist denn das T? Das T beschreibt mir, ob das leere Wort in meiner Sprache drin ist oder nicht. Okay. Wenn du so einen regulären Ausdruck hast wie... Also jetzt sozusagen wieder in Perl, Regular Expressions geschrieben, A Stern. Dann beschreibt dieser reguläre Ausdruck ja die Sprache, die aus 0 bis beliebig vielen A's hintereinander besteht. 0 heißt aber eben auch, das leere Wort, das aus keinem Buchstaben besteht, ist in meiner Sprache drin. Und jetzt habe ich hier bei der Konstruktion von diesen Beziehungen habe ich das Problem, dass diese Vereinigung, die ich hier bilde, alle mindestens einen Buchstaben haben, nämlich hier das X am Anfang. Das heißt, hier gucke ich ja mir alle Buchstaben von dem Alphabet an und hänge an diese Buchstaben dran noch die Sprachen, die da hinten dran hängen. Das heißt, die Worte in dieser Sprache sind mindestens ein Buchstabe lang. Das kann aber nicht sein, weil ich will das leere Wort, das muss ja mit beschrieben werden an dieser Stelle. Und das fängt man also hier damit auf. Hier ist also gemeint, wenn ich den Automaten im Zustand S starten lasse, dann ist das entweder die leere Menge, was heißt, dass der Zustand S kein akzeptierter Zustand ist, oder es ist das leere Wort, was heißt, die Sprache enthält mindestens das leere Wort. Die Sprache für den Startzustand S.
ich versuche hier die Sprache zu beschreiben, die der Automat mit dem Startzustand S erkennt. Und da muss ich erstmal mindestens gucken, ist das leere Wort mit drin enthalten oder nicht. Das beschreibe ich hier mit dem TS. Und für alle anderen Buchstaben gucke ich mir an, ich stelle das dar als die Vereinigung von allen Sprachen, die den Folgezustand für die verschiedenen Buchstaben darstellen. Also ich gucke mir an, okay, wenn ich ein A vorne dran hänge, einen kleinen Buchstaben A, dann gucke ich an, wenn ich von meinem Startzustand S auf das A anwende, in welchem Zustand lande ich dann von dem Automaten und nehme die Sprache, die dieser Zustand beschreibt, mit hinzu. Und das mache ich für alle Buchstaben des Alphabets. Ich gucke mir an, wenn ich meinen Automaten habe, in welchen Zuständen lande ich, wenn ich einen Buchstaben abarbeite, welche Sprache erkenne ich, wenn ich den Automaten in diesem Zustand starten lassen würde. Und wenn wir jetzt nochmal hier wieder einen Schritt zu dem hier zurückgehen, dann ist das ja im Prinzip ein sehr einfacher Automat. Wir haben einen Zustand, das ist ein, also nehmen wir mal einen einfachen Fall, wir haben das Alphabet, mein Alphabet X besteht aus den Buchstaben A und B. Mein Automat hat zwei Zustände, meinetwegen. Wenn ein A kommt, bleibe ich in diesem Zustand. Wenn ein B kommt, wechsle ich in einen zweiten Zustand. Aber nur der erste Zustand ist ein akzeptierender Zustand. Wie sieht dann, was steht dann da als Gleichung? L1, also die Sprache mit dem Startzustand 1, ist gleich. Die Summe, mein x ist aus a, b. X, ich schreibe das mal aus, das Summenzeichen schreibe ich mal aus. Das heißt, ich habe hier das a und hänge da hinten dran die Sprache, die von meinem Startzustand, das ist in diesem Fall 1, gucke, was passiert, wenn ich hier die Zustandsübergangsfunktion habe, die das ausführt. Das heißt, ich lande hier wieder in den Zustand 1. Wenn ich im Zustand 1 bin und ein A kommt, lande ich wieder im Zustand 1. Das heißt, hier steht eine L1 wieder. Dann hier eine Vereinigung, in dem Fall ist es tatsächlich eine disjunkte Vereinigung, weil ja der erste Buchstabe ein anderer ist. Hier landet man entsprechend bei der Sprache L2, das ist hier die, welches aber kein akzeptierender Zustand ist, das ist uns aber in dem Moment erstmal egal. Und es kommt noch dazu, dieses TS, da müssen wir uns jetzt angucken, S ist 1, 1 ist ein akzeptierender Zustand, das heißt, hier kommt noch die Sprache mit dem leeren Wort dazu. Okay. Es wird sich dann, also damit hat man jetzt sozusagen eine Art rekursive Beziehung. Die Sprache L1, oder beziehungsweise erstmal streichen wir das hier raus, von dem wissen wir, dass das die leere Sprache ist, weil hier die Sprache mit dem Startzustand 2. Also, um das vollständig zu machen, könnte man hier noch diesen Pfeil ranmalen. Man weiß, da kommt man nie in einen akzeptierenden Zustand. Das heißt, die Sprache L2 ist die leere Sprache. Das heißt, die fällt hier weg. Und damit haben wir so eine Art rekursive Beziehung. Wir wissen, die Sprache L1 besteht aus der Sprache L1, wenn man vor jedes Wort noch einen Buchstaben A davor hängt, plus das leere Wort. So, da muss man wahrscheinlich erstmal ein bisschen schlucken. Wiederholt man das nicht auch noch dann für L2? Das kann man auch noch für L2 machen, genau. Da hat man dann hier, wie sähe das aus? Das ist also A gefolgt von L2
und B, gefolgt von L2 plus, also vereinigt mit der leeren Sprache in dem Fall, weil das kein akzeptierter Zustand ist. Ja, auch da hat man wieder so eine rekursive Beziehung. Man hat nur das Problem, an dieser Stelle kommt man nie zu dem Punkt, dass man dann überhaupt mal ein Wort in diese Sprache reinbringt. Aber die Beziehung ist im Prinzip schon so in Ordnung. Und eine Lösung hiervon ist übrigens, wenn man jetzt hier tatsächlich die leere Menge einsetzt. Das wäre eine Lösung von dieser Gleichung, die hier steht. Dann hört man, hier steht, die leere Menge ist die Vereinigung von A konkateniert mit der leeren Menge. Da muss man sich klar machen, dass irgendein Buchstabe konkateniert mit der leeren Menge auf jeden Fall wieder die leere Menge ergibt. Ja, also hier eine leere Menge, da eine leere Menge, da eine leere Menge. Und ja, damit hat man eine Lösung gefunden, nämlich L2 ist die leere Menge. Das würde bei dem L1 hier nicht funktionieren, weil wir da ja wissen, dass hier mindestens das leere Wort drin ist. Wenn wir hier jetzt reinschreiben würden, leere Menge ist gleich A gefolgt von der leeren Menge, meinetwegen, geht noch. Aber das stimmt dann hier nicht mehr, weil wir hier wissen, dass hier mindestens das leere Wort drin ist. Man muss unterscheiden zwischen der leeren Menge, das ist die Sprache, die kein Wort enthält, und der Sprache, die eben das leere Wort enthält. Ja. Jetzt kann man im Prinzip hergehen und noch einen Schritt weiter gehen. Das hier erinnert einen ja vielleicht schon so ein bisschen an Matrizenrechnung. Das macht man tatsächlich, dass man im Prinzip Matrizen hat, wo an den einzelnen Elementen der Sprache, der Matrize jeweils Sprachen stehen. Und ich glaube, ich spare mir das jetzt hier im Detail, das wirklich durchzuxen. Man kommt jedenfalls irgendwann zu dem Punkt, man führt dann eben passend zu den Matrizen auch noch entsprechend Vektoren ein, die auch wiederum Sprachen als Elemente innerhalb des Vektors haben. Und damit kommt man dann zu so einer Gleichung, die also sagt, mein Sprachvektor ist eine Lösung einer Art Eigenwertgleichung, wenn man so will. Ja, nicht ganz. Aber man kann damit jedenfalls Gleichungen beschreiben. Man kann sagen, wie sieht die Lösung davon aus. Warum macht das Sinn mit dieser Matrizenrechnung? Weil wir haben eine Art Addition, wir haben eine Art Multiplikation. Wir brauchen keine inversen Elemente, die wir nicht zur Verfügung haben. Das heißt, über einem Halbring, was die algebraische Struktur ist, die da zugrunde liegt, kann man Matrizenrechnung machen. Ich glaube, bevor ich euch alle völlig abhänge, gehe ich hier mal ein bisschen drüber. Nur, dass man, was ist der Sinn hinter dieser ganzen Geschichte? Wir haben eine Familie von Sprachen. Zu einem gegebenen Automaten haben wir eine Familie von Sprachen, die sich nur durch den Startzustand für den Automaten unterscheiden. Wir haben starke Beziehungen zwischen den Sprachen innerhalb des Automaten und die können wir in einer Art Matrizenform darstellen und man kann sozusagen die Sprachen beschreiben als eine Lösung eines Gleichungssystems. Es kommt noch dazu, dass wir uns angucken können, wie ist das mengenmäßig, also wie ändern sich die Anzahl der Worte innerhalb der Sprachen. Das macht man über die Adjazenzmatrix. Ich glaube, ich habe nur ein. Es kommt später noch ein Beispiel, das hoffentlich simpel genug ist, um es einigermaßen nachvollziehen zu können. Mal gucken. Jetzt kommt jedenfalls eigentlich immer wieder schon was Spannendes. Wir haben jetzt also diese Sprachen, wir haben diese Automaten. Und wir setzen jetzt voraus, dass wir präfix abgeschlossene Sprachen haben. Das heißt,
Wir wissen, dass wenn ein Wort in der Sprache drin ist, dann ist auch jeder Anfangsteil des Wortes in unserer Sprache drin. Und wir machen aus dieser Sprache jetzt ein Bild, in dem wir hergehen und sagen, okay, wir haben ein Quadrat, das teilen wir regelmäßig in Teilquadrate auf und jedem Buchstaben aus dem Alphabet wird bijektiv ein Teilquadrat zugeordnet. Und das machen wir so sukzessive. Das heißt, wenn wir ein Wort haben, was aus mehreren Buchstaben besteht, dann gucken wir uns, welches Teilquadrat picken wir uns raus. Innerhalb dieses Quadrats gehen wir noch einen Schritt weiter rein. Man macht also quasi eine Art Quadtri-Adressierung, was vielleicht jemand schon mal gehört hat. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir betrachten nicht nur Quadrate, sondern wir betrachten im Prinzip mehrdimensionale Würfel, die regelmäßig an den Seiten unterteilt sind, aber für hier den Vortrag auf jeden, bleiben wir auf jeden Fall beim zweidimensionalen, also tatsächlich beim Quadrat. Und wir werden auch dieses Quadrat jeweils pro Dimension in nur zwei Teile unterteilen. Das heißt, wir landen tatsächlich genau bei dieser Quadrat-Adressierung, wo wir ein Quadrat in vier Teile unterteilen, in vier Teilquadrate unterteilen. So sieht das Ganze aus. Ich denke, es ist einigermaßen klar, wie das Ganze weitergeht. Wir haben jetzt also hier die Darstellung, unser Alphabet besteht im Prinzip wieder aus den vier Buchstaben A, B, C, D. Und jedem Buchstaben ist ein Quadrant zugeordnet. Und wenn wir jetzt längere Worte hintereinander haben, dann wählen wir sukzessive immer wieder Teilquadranten von dem aktuellen Quadrat aus. So, und damit können wir jetzt einer Sprache ein Bild oder vielleicht besser eine Bildfolge zuordnen. Für jedes Wort, was in der Sprache enthalten ist, die wir gerade betrachten, färben wir das zugeordnete Quadrat schwarz ein. Ist eine Sprache präfixfrei? Und jetzt kommt genau diese Präfixfreiheit ins Spiel. Heißt das, dass wenn ein Quadrat schwarz ist, dass die übergeordneten Quadrate nicht schwarz sind? Weil die übergeordneten Quadrate, die stellen eine Obermenge von meinem aktuell betrachteten Quadrat dar. Umgekehrt, wenn die Sprache Präfix abgeschlossen ist, das heißt, wenn jeder Präfix enthalten ist, dann ist das Bild schwarz, weil das leere Wort mein gesamtes Quadrat beschreibt. Was ein bisschen doof ist. Was man jetzt macht, die Präfix abgeschlossenen Sprachen sind schon nützlich, weil die uns das Leben relativ einfach machen. Wir betrachten sozusagen Querschnitte durch die Sprache. Wir gucken an, wir haben unsere Sprache, schränken uns ein auf die Menge der einbuchstabigen Worte in dieser Sprache. Dann machen wir das nochmal für die zweibuchstabigen Worte. Dann machen wir das nochmal für die dreibuchstabigen Worte. Und jedes Mal wissen wir, weil die Worte alle gleich lang sind, ist diese Teilmenge präfixfrei. Und damit überlappen sich die Quadrate nicht mehr. Kommt gleich ein Beispiel. Es kommt also eine Bildfolge zum Vorschein. Und weil wir von einer präfixabgeschlossenen Sprache ausgegangen sind, wissen wir, dass diese Folge von Bildern nur weißer werden kann. Weil, wenn nämlich ein Bildteil weiß wird, dann kann er später nicht mehr schwarz werden, weil sonst eben die Präfixabgeschlossenheit verletzt wäre. Ich glaube, das dann kommt halt dieser etwas technische Trick. Wir haben eine Folge von Bildern, dann machen wir den Durchschnitt davon und das ist genau das rationale Fraktal. Das ist ein Trick, der sozusagen aus mathematischer Sicht notwendig ist. Aber machen wir, ach, verdammt nochmal, immer noch kein Beispiel. Dann nochmal gucken. Also wenn wir zum Beispiel die Sprache betrachten, da oben, das ist wieder so ein regulärer Ausdruck, wie wir das letzte Mal betrachtet haben. Wir haben wieder das Alphabet ABCD und
wir betrachten die Worte, die nur aus den Buchstaben A, B und C bestehen, davon aber eine beliebige Länge haben. Wie sieht unsere Übergangsfunktion aus? Wir haben im Prinzip einen Automaten, der nur einen einzelnen Zustand hat. Zepinski? Ja. Spoiler. Entschuldigung. So sieht der Automat aus. Immer wenn wir auf ein A, B oder C stoßen, bleiben wir in unserem Zustand 1. In dem Moment, wo wir auf ein D stoßen, fliegen wir raus. Und das ist ein akzeptierender Zustand. Die Übergangsfunktion ist hier halt in der Form von einer Tabelle notiert. Und die Querschnitte durch diese Sprachen, das sind genau diese hier. Das heißt, der Querschnitt der nullbuchstabigen Worte ist nur das leere Wort Epsilon. Das sind die einbuchstabigen Worte, das sind die zweibuchstabigen Worte. Wie das weitergeht, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Es wird schnell länger. Wenn man sich das jetzt vorstellt, wie das in tatsächlich den Bildern aussieht. Das ist sozusagen unser Quadrat. Es ist schwarz gefärbt, weil das leere Wort Epsilon in unserer Sprache drin enthalten ist. Hier, das ist das Bild, das durch die einbuchstabigen Worte erzeugt wird. Wir haben hier jetzt A, B, C und das Wort D ist nicht mehr in unserer Sprache drin. Weil, wir haben ja gesagt, wir nehmen nur die Worte, wenn wir hier den abarbeiten, landen wir im Nirvana. Das Nirvana ist also weiß, ja? Ja, ja, ja. Und wir werden sehen, dass immer mehr Worte das Nirvana erreichen. Das sind jetzt die zweibuchstabigen Worte und umgekehrt diesen regulären Ausdruck, den kann man auch anders darstellen. In dem Moment, wo ein D in unserem Wort vorkommt, ist es nicht mehr Teil unserer Sprache. Und das ist genau das, was man hier jetzt an dieser Stelle sieht. Man kriegt immer mehr Lücken rein. Die Worte werden länger. In gewisser Hinsicht wird sozusagen die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein Wort einen D enthält, wenn man die Worte zufällig betrachtet. Und dementsprechend werden die Bilder weißer, 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 bis man irgendwann bei was angekommen ist, was dem einen oder anderen bekannt vorkommt, offensichtlich, weil das Wort ist schon gefallen. So cool. Das ist das sogenannte Sierpinski-Dreieck. Und da kann man jetzt sehen, das ist anscheinend eine fraktale Struktur. Hier, das besteht im Prinzip aus drei verkleinerten Kopien des ursprünglichen Bildes. Wenn ich das unendlich laufen lasse, wie viel Schwarz habe ich am Ende? Oder ist dann alles... Das ist jetzt die interessante Frage. Das ist eine spannende Frage. Also das hängt tatsächlich von deinem Automaten ab, den du am Anfang zugrunde gelegt hast. Wir haben jetzt hier einen relativ einfachen Automaten und wenn du dir das anguckst, dann siehst du, in ein Viertel aller Fälle, wenn du gehst ja immer über alle Worte drüber. Ja. In ein Viertel aller Fälle wird das Ding weiß, in drei Viertel bleibt es sozusagen schwarz. Das heißt, wenn du jetzt hier dir das anguckst, landest du letztlich bei der Aussage, dass der Weißanteil des Bildes ist sowas hier. Das heißt, N ist dabei die Anzahl der Worte, die ich im Moment gerade betrachte. Und mit jedem Iterationsschritt wird es weißer und weißer und weißer. Das heißt tatsächlich, je länger das Wort wird, desto weißer wird es. Du wirst bei einem komplett weißen Bild landen. Das ist aber nicht zwingend so. Weil, wenn wir zum Beispiel diesen Automaten betrachten, der dem sehr ähnlich ist... Warum ist es drei Viertel? Warum ist es drei Viertel? Weil drei Viertel werden ja schwarz. Bleiben schwarz. Ja. Warum ist jetzt der Weißanteil, diese drei Viertel, die schwarz bleiben? Ach so, ja. Nein, okay, das beschreibt sozusagen den Schwarz. Wie viel vom Bild noch schwarz sind, ja, und es geht gegen Null. Ja, genau, und das geht gegen Null. Ja. Wenn wir jetzt sozusagen den verwandten Automaten betrachten, der hier oben alle Buchstaben akzeptiert, dann wird das gesamte Bild schwarz bleiben. Weil die entsprechende Folge
sieht so aus, dass da immer eine 1 stehen bleibt. Und das ist genau das, was man versucht mit dem Spektrum auszudrücken. Das Spektrum ist also die Zahlenfolge, die das Verhältnis zwischen gültigen und möglichen Worten ausdrückt. Also wie groß ist der Anteil bei einem Querschnitt sozusagen, wie groß ist der Anteil der schwarzen Quadrate einer bestimmten Feinheitsstufe, wenn du so willst. Ist also das Verhältnis zwischen gültigen und möglichen Worten. Kann als Schwarzanteil des Bildes interpretiert werden. Und man kann es ausrechnen. Dieses A ist die Adjazenzmatrix, die im Prinzip mir beschreibt, wie viele Zustände von einem oder wie viele Buchstaben von einem Zustand in einen anderen Zustand überführen. Ich glaube, das ist jetzt wieder so ein Punkt, wo wir uns das so ein bisschen sparen, da ins Detail reinzugehen. Naja, jedenfalls wichtig ist, wir haben da eine Folge von Schwarzanteilen, wenn man so will, und bei den interessanten Fällen ist es so, dass der immer gegen 0 geht, dass das Bild immer heller wird. Es gibt aber eben auch Fälle, wo das eben nicht der Fall ist. Wir haben jetzt hier also eine Folge von reellen Zahlen. Was macht man mit Folgen? Man packt sie mal in Potenzreihe. Und bestimmt davon zum Beispiel mal den Konvergenzradius. Und der Konvergenzradius hat an der Stelle die Eigenschaft, dass er quasi beschreibt, wie schnell das Bild heller wird. Ja, da kommt jetzt wieder eine ganze Menge Mathematik rein, die ich hier mal dezent überspringe. Man kann also den Konvergenzradius nach bestimmten bekannten Sätzen ausrechnen. Und auch das werde ich, glaube ich, nicht im Detail ausformulieren. P ist an der Stelle die Matrix der Übergangswahrscheinlichkeiten. Das heißt, die Adjazenzmatrix nochmal geteilt durch die Anzahl der Buchstaben in meinem Alphabet. Das ist, glaube ich, jetzt wirklich zu weitgehend. Also der Punkt ist jedenfalls, man hat dieses Spektrum als Folge von Schwarzanteilen und man kann das als Folge von reellen Zahlen auffassen und dazu kann man halt bestimmte Kennzahlen bestimmen, wie zum Beispiel den Konvergenzradius. Und man kann zeigen, dass das auch recht gut auf der Basis von diesen Automaten funktioniert. Jetzt haben wir da ja noch diese Geschichte mit den Fraktalen da im Raum stehen. Müssen wir jetzt mal ein bisschen genauer gucken, was sind eigentlich Fraktale, was meinen wir, wenn wir von Fraktalen reden. Ja, es gibt keinen so richtig scharf definierten Begriff, was ist eigentlich ein Fraktal und was ist kein Fraktal mehr. Das heißt, doch umgekehrt kann man vielleicht schon sagen, also ein Quadrat, was vollflächig gefüllt ist, wird normalerweise nicht als Fraktal betrachtet. Man hat immer so eine gewisse Erwartung, man erwartet einen gewissen Detailgrad in dem Bild, man erwartet Selbstähnlichkeit, aber da gibt es keine richtig festen Definitionen an dieser Stelle. Hast du in deinem ganzen Formelwust vorhin auch noch eine Beschreibung von Selbstähnlichkeit gefunden? In der Matrixnorm selber oder ist Selbstähnlichkeit also, nicht darstellbar? Wenn ein Bild zusammengesetzt ist aus
transformierten Kopien seiner selbst. Du kennst sicherlich diese Beispiele mit dem iterierten Funktionssystem, diese fahnenartigen Gebilde. Ja. Die sind aus 3 oder 4 Kopien von dem selbst, Bild selbst zusammengesetzt, wobei die Kopien allerdings geometrisch transformiert wurden. Ach so. Okay. In meinem Fall sind das nur sehr simple Skalierung und Verschiebung. Bei den iterierten Funktionssystemen sind das ein bisschen wildere Transformationen. Das wäre zum Beispiel was man mit dem Begriff Selbstähnlichkeit umfassen kann. Also eigentlich eine Wiederholung plus eine Änderung. Ja, wobei das aber eben auch nicht so ganz exakt ist, weil auch in dem Mandelbrot, in der Mandelbrotmenge, also dem Apfelmännchen, hast du bestimmte Bereiche, da gehst du auf einen bestimmten Bereich rein und da siehst du wieder so was Ähnliches wie die ursprüngliche Struktur, die aber nicht durch so eine einfache geometrische Transformation zu erklären ist oder darzustellen ist. Man sieht mit dem Auge drauf und sagt, ja klar, das sieht doch so ähnlich aus wie das ursprüngliche Bild. Aber das Ganze mathematisch zu fassen, ist an der Stelle nicht so einfach wie bei den iterierten Funktionensystemen zum Beispiel. Das ist manchmal wie der Unterschied zwischen, oder der Nicht-Unterschied zwischen einem Menschen mit und ohne einem Finger mehr. Also ne, 9 oder 10 Finger. Ja, wenn man so will. Ist immer noch sehr ähnlich, also beides Menschen. Hat eine gewisse Ähnlichkeit, aber es ist halt eben auch nicht einfach, das eine durch eine Transformation von dem anderen zu erklären. Eine Möglichkeit, sowas versuchen wieder zu beschreiben, ist die fraktale Dimension, die mir versucht zu beschreiben, wie glatt ist etwas oder wie wenig glatt ist etwas. Das macht man mit nicht ganzzahligen Dimensionen. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu einem Beispiel. Wichtig ist aber, dass da eben dann nicht mehr so nur die Dimensionen 1, 2, 3, so wie wir sie von unserer klassischen Umgebung, Erfahrungswelt her kennen, rauskommen, sondern dass da gebrochene Dimensionen rauskommen. Ich werde gleich noch darauf eingehen, warum das sinnvoll sein kann. Das müssen wir erstmal verarbeiten. Ja, ich glaube, wenn man sich so unsere Welt betrachtet, der Mensch hat offensichtlich, zumindest Mathematiker, hat offensichtlich das Bedürfnis, Zahlen an alles Mögliche ranzumachen. dafür gibt es eben den Begriff des Maßes. Also zum Beispiel, ich habe ein Quadrat und ich messe den Flächeninhalt oder den Umfang von diesem Quadrat. Das heißt aber auch, dass ich mich vorher darauf einigen muss, was meine ich denn eigentlich mit Maß? Ist das jetzt ein halber Liter Bier oder ist das irgendwie eine andere Zahl? Oder ein Maß ist ein ganzer, oder? Du fragst genau die Richtigen. Herr Skurro weiß Bescheid. Er macht doch einen eigenen Lehrgang. Stimmt. Und man muss auch immer gucken, dass man sozusagen mit dem richtigen Maß misst. Wenn man sich jetzt ein zweidimensionales, also so ein flächiges Quadrat anguckt, hat das eben das dreidimensionale Volumen 0. Und im Prinzip kann man auch hergehen und sagen, okay, ich habe hier mein Quadrat, versuche ich mal eine Länge zu messen. Das heißt, ich lege hier mal eine Linie rein, oh, da passt noch eine, oh, da passt noch eine. Und wenn ich die Längen alle aufaddiere, lande ich letztlich bei unendlich, weil ich da beliebig lang... Weil die Linie keine Breite hat. Genau, ich kann zwischen zwei Linien kann ich immer noch eine Linie legen. Das heißt, die eindimensionale Länge eines Quadrates ist unendlich. Geiler Scheiß. Man bekommt nur dann irgendwie eine Maßzahl für dieses Quadrat, wenn man korrekt zweidimensional misst. Man kann auch gucken, nulldimensional, wie viele Punkte kriege ich in mein Quadrat rein. Auch das wäre unendlich. Und wenn ich vierdimensional, fünfdimensional, sechsdimensional messe, wäre das Maß immer null. Wie sieht das sozusagen in so einem Diagramm aus? Wir haben also hier so ein paar Dimensionen, da ist das Maß unendlich. Hier haben wir so ein paar Dimensionen, da ist das Maß null. Und ja, hier gibt es eine, da kommt irgendwie ein sinnvoller Wert raus. Da habe ich es offensichtlich mit dem richtigen Maß gemessen. Wenn man jetzt versucht, das zu verallgemeinern, dann stellt man fest, es gibt eine Familie von Maßen, die sich so verhält. Das heißt, man guckt sich an,
berechnet nach eben der Rechenvorschrift ein Maß, stellt fest, wenn ich mit einer auch nur um eine Winzigkeit zu kleinen Dimension messe, kriege ich den Wert unendlich raus. Wenn ich mit einer Winzigkeit zu großen Dimension messe, also 2,000001, kommt der Wert 0 raus. Das heißt, da gibt es so einen Sprung mit diesem Diagramm. Was sind das für Maße, mit denen man hier zu tun hat? Das sind die sogenannten Hausdorff-Maße. Man hat also da eine Menge, die auch wieder durch einen von unseren Automaten erzeugt worden ist. Und was macht man? Man versucht, die mal zu überdecken mit flächigen Mengen. Also man sucht sich eine Menge von kleinen überdeckenden Mengen, wo man weiß, die Vereinigung von diesen abzählbar vielen Mengen enthält meine Punktwolke. Hier in dem Fall ist das eine Delta-Überdeckung. Ich habe hier einen kleinen Strich vorgegeben und jedes Element meiner Überdeckung hat maximal diesen Durchmesser. Durchmesser heißt also, was ist der maximale Abstand von zwei Punkten innerhalb eines Blocks sozusagen. Also hier, guck hier an, da wird wahrscheinlich von da bis da der größtmögliche Abstand sein. Aha, ja, ist etwas kleiner als mein vorgegebenes Maß. Versuchst du die Blobs zu maximieren? Oder bitte? Versuchst du die Blobs an sich zu maximieren, dass die immer am größten sind? Oder willst du ganz viele Blobs haben oder willst du ganz wenige Blobs haben? Wie viele Blobs es sind, ist dir erstmal egal, solange es abzählbar viele sind. Das heißt, du willst irgendwie darüber gehen können. Was man jetzt versucht, ist, dass man diese zulässigen Mengen immer weiter einschränkt. Das ist ja sozusagen der maximal erlaubte Durchmesser von meinen Teilmengen. Und den mache ich jetzt sukzessive kleiner und gucke, was dann hier passiert. Okay. Das ist dann das Hausdorff-Maß. Man hat sein Bild F, das ist also diese Punktwolke. Man hat eine Menge von überdeckenden Mengen mit einem maximalen Durchmesser Delta. Und die Durchmesser von diesen Mengen potenziert man jetzt mit einer Dimension S und summiert die auf. Das heißt, wir haben hier unsere Menge von abzählbare Menge von UIs, die mindestens unser aktuelles Bild überdecken müssen und maximal den Durchmesser Delta haben. Mit diesem Betrag ist der Durchmesser gemeint von einer Teilmenge. Man potenziert die mit einem beliebig gewählten mit einer beliebig gewählten Dimension S und summiert dann eben das Ganze auf und guckt, ob da ein Grenzwert dabei rauskommt. Über diesen Grenzwert bildet man jetzt das Infimum. Das heißt, man versucht immer zu finden zu einem vorgegebenen Delta und zu einem vorgegebenen S, gucke ich mir alle möglichen Überdeckungen an und versuche die zu finden, die den kleinsten Wert an dieser Stelle sozusagen liefert. Und dann macht man eben diese Grenzwertbildung, dass man die erlaubten Mengen immer weiter einschränkt, dass Delta kleiner werden lässt. Und damit kriegt man dann das sogenannte S-dimensionale Hausdorff-Maß. Das ist hier H von S, also von einem Bild F, ist also der Limes für Delta gegen 0 von diesen Infima. Und jetzt kann man also zeigen, dass es tatsächlich so ein Ding, was diese Sprungeigenschaft hat. Es gibt also, wenn irgendwie das S zu klein gewählt ist, kriege ich das Maß unendlich raus, dann dieses Infimum, das bleibt halt unendlich groß sozusagen. Wenn das S zu groß gewählt ist, dann kommt da das 0 aus. Und man hat eben an einer Stelle diesen Sprung drin. Und dieser Sprung, das ist die sogenannte Hausdorff-Dimension meiner betrachteten Menge F, also dieser Punktwolke. Man stellt fest, dass dieser
diese Definition verträglich ist mit dem klassischen Dimensionsbegriff. Das heißt, wenn man ein zweidimensionales Quadrat hernimmt und da diese aufwendige Rechnung durchführt, stellt man fest, okay, kommt 2 raus. Das ist mein kritischer Wert an dieser Stelle. Wenn man eine Linie hernimmt und genau das gleiche macht, okay, kommt 1 raus als Sprungstelle. Das ist damit gemeint mit verträglich. Das heißt, man kann das als Erweiterung des klassischen Dimensionsbegriffs verstehen. Jetzt will ich mal die Extrempunkte abklopfen. Was ist denn, wenn wir in einem nulldimensionalen Raum arbeiten oder Dimension arbeiten oder in einer unendlich dimensionalen? Was wird denn dann die Hausdorff dann sagen, das Hausdorff-Maß? Also ich weiß, es ist ziemlich abgefahren, in einem unendlich dimensionalen Konstrukt zu denken, aber wir würden ja nach der Formel dann nur unendlich rausbekommen und nie null. Also gäbe es nie einen Sprung. Ich gebe zu, dass mir da hier im Moment gerade jegliches Gefühl abhanden kommt. Ich habe nicht mal den Anfang an das Gefühl. Bin ich gerade so ein bisschen überfragt. Also habe ich keine richtig klare Vorstellung davon. Was du halt brauchst, ist, ich glaube, die tatsächliche Dimension des Raums, in dem du dich gerade befindest, mit dem du arbeitest, spielt gar nicht so eine große Rolle, solange du irgendwie einen Durchmesser von einer überdeckenden Menge formulieren kannst. Da brauchst du dann also einen Abstandsbegriff in deinem unendlich dimensionalen Raum, der sich als einzelne Zahl ausdrücken lässt. Und dann gehst du halt her. Du hast irgendwie diese überdeckenden Mengen, die Teilmenge deines unendlich dimensionalen Raums sind. Du hast irgendwie einen Abstandsbegriff, der dir erlaubt, hier diesen Durchmesser von der Menge zu bestimmen. Und dieses S hat ja nichts mit der Dimension zu tun, in der du dich direkt bewegst. Das heißt, ich sehe im Moment spontan keinen Grund, warum das mit unendlich dimensionalen Räumen nicht gehen sollte. Auch wenn ich mir im Moment gerade überhaupt keine Vorstellung davon machen kann. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Die Dimension des Raums, in dem ich mich hier gerade bewege, die taucht hier ja an keiner Stelle auf. Ich sage nur, das Bild liegt in einem Raum und ich habe irgendwie eine Menge, die das Bild beinhaltet oder überdeckt. Von daher sehe ich im Moment keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte. Ja, wir haben aber noch ein kleines Problem. Das Hausdorff-Maß ist nicht die einzige Definition von so einer fraktalen Dimension, wenn man so will. Und es ist auch nicht so, dass die alle irgendwie äquivalent sein, sondern es gibt auch noch andere Dimensionsbegriffe. Und was in meiner Diplomarbeit damals das Einfachste war, sozusagen, das ist die obere Box-Counting-Dimension. Die passt sehr gut zu dem, was wir hier mit diesen Bildern machen. Wie sieht die aus? Im Prinzip sehr ähnlich wie die Hausdorff-Dimension, nur dass wir sehr spezielle Mengen zur Überdeckung hernehmen. Nämlich im Prinzip Boxen. Ich zähle sozusagen, man kann zeigen, dass es möglich ist, dass man einfach sagt, okay, ich habe mein Quadrat hier, das unterteile ich in viele, viele regelmäßige kleine Quadrate und zähle jetzt einfach, wie viele Quadrate mein ursprüngliches Bild berühren. Und stellt das dann sozusagen ins Verhältnis zu der Seitenlänge von dem Quadrat. Das ist deutlich einfacher zu handhaben als die Hausdorff-Dimension, weil da bei der Hausdorff-Dimension ist ja in keinster Weise eingeschränkt, wie denn diese überdeckenden Mengen eigentlich aussehen. Solange ich irgendwie nur einen Durchmesser habe. Das heißt, man hat da eine unendlich große Vielfalt von potenziellen Kandidaten. Und die Box-Counting-Dimensionen, die sagen halt, okay, wir nehmen jetzt hier ein Quadrat, teilen das in regelmäßige
Teilquadrate auf und zählen einfach, wie viele von diesen endlich vielen kleinen Teilquadraten mein Fraktal ich brauche, um mein Fraktal zu überdecken. Und da sieht man jetzt vielleicht schon, dass das sehr viel mit diesem Ding hier zu tun hat. Weil wenn ich hier das durch 4 weglasse, dann ist das ja sozusagen die Anzahl der Quadrate, die ich brauche, um ein bestimmtes Querschnittbild zu überdecken. Das Ganze, da kommt dann halt noch die Seitenlänge von diesem Quadrat mit ins Spiel. Das ist an der Stelle das Delta. Und als nächstes, damit kommt man eben auch zu einem Dimensionsbegriff, der mit dem klassischen Dimensionsbegriff verträglich ist. Und man hat hinterher auch irgendwie was Schönes, womit man irgendwie die Fraktale quasi klassifizieren kann, wenn man so will. So, das ist genau das, was wir jetzt machen. Eine Überdeckung mit regelmäßigen Quadraten haben wir quasi per Konstruktion. Gezählt haben wir die Quadrate auch schon. Wir kennen die Seitenlänge von den einzelnen Quadraten. Und das ist sozusagen der Kernpunkt an dieser Stelle, dass man versucht, eine Beziehung herzustellen zwischen der fraktalen Dimension, in dem Fall die obere Box-Counting-Dimension, zu Eigenschaften von dem Automaten. Hier an dieser Stelle steht die Adjazenzmatrix von dem Automaten, den ich gerade betrachte. Wie lange hast du an dieser Form herumgerechnet? Das kann ich dir nicht mehr sagen. Der witzige Schritt ist ja eigentlich nur das Limes-Ding wegkriegen, ne? Ja. Naja, da kommt dann halt irgendwann diese Geschichte hier, dass du von diesem Limes Superior irgendwie zu deinem Konvergenzradius quasi rübergehst. Das ist irgendwie relativ knifflig gewesen, aber ich glaube, der Knackpunkt war tatsächlich, wo ich am längsten dafür gebraucht habe, das ist einer der Punkte gewesen, wo ich vorhin so noch schon drüber gegangen bin. Das war die Geschichte, wie man zu diesem Konvergenzradius kommt. Wie man diese Matrixnorm hernehmen kann, um daraus den Konvergenzradius zu bestimmen. Das war was. Aber weiß ich noch sehr genau, das ist mir auf irgendeiner Zugfahrt aufgefallen, wo ich mich durch irgendein Linear-Algebra-Buch durchgeblättert habe und da dann irgendwie drüber gestolpert bin. Ich denke, verdammt, das sieht so fast so aus wie das, was ich brauche. Ja, wie kriege ich jetzt den Rest so hinmassiert, dass das tut, was ich will? So, machen wir nochmal ein praktisches Beispiel. Wir haben also wieder unsere Sprache, die dieses Sierpinski-Dreieck beschreibt. Den Automaten, den haben wir hier oben hier noch stehen, der hat also einen einzelnen Zustand. Die Adjazenzmatrix, hier bei dem wir haben 3 Buchstaben, die den Zustand 1 in sich selber überführen. Deswegen da diese Matrix, diese 1x1-Matrix mit der 3 drinne. Und dann sozusagen durch die Anzahl der Buchstaben im Alphabet geteilt, die Matrix der Übergangswahrscheinlichkeiten. Ja, da berechnet man dann den maximalen Eigenwert von dieser Adjazenzmatrix und kommt dann eben raus, dass die obere Box-Counting-Dimension, das ist jetzt quasi die Zahlen eingesetzt etwas ausführlichere Kette von der vorigen Folie. Die obere Box-Counting-Dimension des Sierpinski-Dreiecks ist also der Logarithmus von 3 zur Basis 2, also 1,584. Was heißt das anschaulich? Die Dimension von dieser Punktwolke Sierpinski-Dreieck liegt irgendwo zwischen 1. Es ist etwas mehr als was Eindimensionales, aber es ist auch noch nicht wirklich was Zweidimensionales. Kann man sich auch vielleicht wieder anschaulich betrachten. Egal, wenn ich irgendein zweidimensionales Ding da versuche draufzusetzen, ich erwische immer zu viel. Aber eindimensionale Linien könnte ich, also wenn man hier dieses, und dann sieht man, dass hier
da könnte man, die Punkte auf dieser Linie sind alle in meinem Sierpinski-Dreieck drin. Das heißt, da habe ich was Eindimensionales, die gleiche Situation habe ich hier nochmal, da nochmal. Und wenn ich diese Längen alle aufaddiere, ich kann da sehr viele durchgehende Linien reinlegen und ich lande quasi bei dem Wert unendlich, wenn ich da versuche, den Grenzwert davon. Genau, es gibt eigentlich keine Flächen, die man trifft. Wenn man annimmt, dass eine Linie wirklich eine Nullausdehnung hat, theoretisch, das hieße es, wenn ich da mit einem flächigen Ding, zum Beispiel mit einer Gewehrkugel, drauf schießen würde, ich würde nie irgendwas treffen. Ich könnte nur Linien treffen, stimmt. Aber was Flächiges würde ich nicht treffen. Es gibt keine Fläche, also eigentlich keine Flächen in dem Du erwischst mit der Kugel immer mehr als nur deine Punktwolke. Ja. Das ist ein bisschen nicht mathematisch scharf, was ich hier von mir gebe an dieser Stelle, aber wenn du deine Menge mit Quadraten ausfüllen wolltest, also von innen ausfüllen, dann müsstest du die Quadrate immer auf 0 zusammenskalieren, damit sie reinpassen. Es gibt keine Fläche, die du da findest, eigentlich. Du kriegst das nicht ausgefüllt, das heißt, die zweidimensionale Fläche von dem Ding ist 0. Du kannst die eindimensionale Länge von dem Ding ist mehr als 1. Ist unendlich. Egal, welche Fläche du irgendwo ziehst, du erwischst immer, wenn du da einen Kreis machst, erwischst du immer was Leeres mit. Und wenn du versuchst, den Kreis so klein zu machen, dass er nichts Leeres mehr erwischt, ist er 0. Ja, genau. Mit einem Punkt erwischt man irgendwie ab und zu nochmal was, aber sobald es größer wird als ein Punkt... Ja, und im Prinzip, wenn man sich zum Beispiel sowas anguckt wie ein Gebirge, dann ist das die Oberfläche von diesem Gebirge ist mindestens zweidimensional, weil ich kann immer so einen kleinen Patch irgendwie da sozusagen reinlegen. Aber das Volumen der Oberfläche ist wieder 0. Das heißt, die fraktale Dimension eines Gebirges, wenn wir mal davon ausgehen, dass es tatsächlich im mathematischen Sinne fraktales Gebirge wäre, ist irgendwo zwischen 2 und 3. Bei dem Sierpinski-Dreieck ist es so, das liegt irgendwo zwischen 1 und 2. Ja, so. Fazit, die obere Boxcounting-Dimension von diesen Mengen lässt sich recht einfach aus der Adjazenzmatrix, recht einfach in Anführungszeichen, aus der Adjazenzmatrix des Automaten bestimmen. Was habe ich dann in der Arbeit noch gemacht? Ich habe noch ein sogenanntes Boxcounting-Volumen eingeführt, habe versucht, dem auch noch tatsächlich eine Art Volumenmaß zu einer bestimmten fraktalen Dimension zuzuordnen. Man stellt dann fest, dass wenn man jetzt wieder diese Sprachfamilien, also ein Automat mit vielen verschiedenen Startzuständen, da kann man ja dann jeder Sprache wieder ein eigenes Fraktal zuordnen. Davon die fraktale Dimension bestimmen und dann stellt man fest, der Maßvektor mit diesem Boxcounting-Volumen ist ein Eigenvektor zu dem Eigenwert. Und ich habe dann nochmal ein bisschen genauer betrachtet, ob es nicht noch irgendwie eine geschicktere Möglichkeit gibt, dieses Spektrum schnell zu berechnen. Es geht. Ja, zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Bildergalerie von den Sachen, von diesen derartigen Fraktalen, wie die aussehen können. Also das, man sieht, in dem Fall sind das alles relativ, also sind die alle mit der gleichen Struktur, nämlich eben innerhalb eines Einheitsquadrates im Zweidimensionalen und eben diese Quadri-Adressierung mit diesem vierbuchstabigen Alphabet. Du hast die Grammatik gar nicht daneben geschrieben. Soll ich? Ja. Verdammt. Finde ich jetzt so interessant. Kann man sagen, dass sie dann alle diese 1,58 Dimensionen haben? Nein. Generell kannst du sagen, je schwärzer es aussieht, desto größer ist die Dimension. Mhm. Und je heller es aussieht, also zum Beispiel, wenn du hier wieder diese Geschichte nimmst, wo jedes Wort in meiner Sprache ist, dann lande ich bei einem komplett schwarzen Bild und da stelle ich dann auch tatsächlich fest, dass dann die Dimension 2 ist. Okay.
was man braucht, um das sozusagen verträglich zu machen. Ich überlege gerade nochmal. Das wäre zum Beispiel so ein Fall. Das hat mit Sicherheit auch die Dimension 2. Weil, naja, mindestens mal hier ist alles schwarz, gell? Also, obwohl es fraktale Eigenschaften hat. Und hier kann man halt auch vielleicht erahnen, bei dem... Hui. Also es ist jetzt nur sehr, sehr grob. Man kann vielleicht erahnen, dass hier die fraktale Dimension von diesem Quadranten hier oben ist, eine andere ist als hier die von dem da unten. Ja. Wahrscheinlich ist die hier größer. Aber das ist jetzt nur sehr... so aus dem Daumen mal, weil es schwärzer aussieht. Ja, mehr habe ich nicht. Woo! Yeah.